Leute, hi. Der Trade war ja mega. Vielleicht habt ihr es gesehen, die Siemens-Aktie ist eigentlich genauso gelaufen, wie es vor, helf mir mal, wie lange ist es denn schon her? 2 Wochen, knapp 2 Wochen vorausgezeichnet habe, so total laienhaft, eigentlich katastrophal, okay, katastrophal. Ich habe das aber so eingezeichnet, dass es wirklich so gekommen ist. Klar, kannst du auch falsch liegen, aber es hat sich für mich so abgezeichnet. Ich war mir ziemlich sicher auch bei dem Trade. Das heißt, 40% haben wir bei dem Trade gemacht. Das heißt, ich habe bei 2,10 € den Hebel gekauft, verkauft bei knapp 2,90 wäre jetzt etwas, so ist es gegangen. Ich habe natürlich nicht voll abgesahnt, ja. Ich habe knapp über 30% gemacht. Ich hatte einen Zwischenverkauf bei 2,50, da war ich im Urlaub, da habe ich so den Trade eingegeben, habe nochmal nachgekauft im Urlaub, habe dann bei 2,80 verkauft, habe das einfach laufen lassen und ist halt dann weggegangen. Ist weggegangen. Ich habe gut abgeschnitten, habe geil viel Glück gehabt mit anderen Teilen noch. Also es war mega, mega, mega geil. Ich hatte die Adidas noch bei mir drin, die ist ja auf dem Allzeithoch. Ja, die ist ja richtig bam. Die ist über die 191 und einfach wie eine Rakete. Bam! Ja, da habe ich auch kein Video drüber gemacht. Viele werden, können ja sagen, ja, was labert der für eine Scheiße? Danach kann es jeder sagen. Mag sein. Es ist wirklich so, dass ich auch einige Videos mir jetzt versucht habe anzuschauen, wie das die anderen machen. Die analysieren ja immer danach. Ja. Macht es doch im Voraus. Und das habe ich jetzt weiterhin so vor, dass man sieht, so stelle ich mir das vor und so könnte es kommen. Bei der Siemens ist es genauso gekommen. Muss natürlich nicht passieren. Es kann auch jetzt, was ich vorhabe, was ich jetzt wieder gekauft habe, ich habe einen Call gekauft auf die Siemens. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die auf 100, 111 aufkommt. Da gibt es einen Bounce und gehe dann hoch. Wie viel auch immer hoch, weiß ich nicht. Natürlich weiß ich das nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich hoch geht. Ja? Aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit bei über 50% und ich gehe davon aus, dass sie auch steigt und auch so um auf die 113, 113,5, 114 vielleicht sogar. Ich will gar nicht so viel. Ich habe einen Monsterhebel mir da reingetan. Ja? Ich habe so, der Hebel war, ich habe so viele Dinge wieder gekauft am Freitag. Ne? Aber der Hebel war knappe 10. Knapp 10er Hebel, das heißt 1% und du machst zahnst richtig ab. Wenn das Ding 1% hochgeht, dann macht dein Hebel einen zehnfachen Hebel. Bam. Also das heißt, ich bin guter Dinge, dass wir da gut abschneiden. Also wirklich, dass es funktioniert. Ja. Das heißt aber nicht, dass es muss. Ja, das ist immer so, muss man sehen. Bei Baumer zum Beispiel ist es ja jetzt halt durch die Entscheidung der Regierung, dass die das jetzt wirklich mit einer Softwarelösung machen, ist natürlich voll in die Hose gegangen. Baumer ist uninteressant geworden. Es wäre nur interessant, wenn es jetzt die Lösung eben dementsprechend war. Das war jetzt auch ein Kurs mit viel Fantasie auch, ja. Und der befindet sich auch charttechnisch. Das ist einfach nur Glück jetzt. Einfach nur Glück, ob man jetzt dann hier noch paar Prozente mitnimmt oder nicht. Ne? Also ich würde die Aktie erst einmal weglassen. Ja, das hat sich jetzt anders entwickelt, eben weil die Entscheidung, was ich nicht verstehen kann, gegen so eine Lösung gefallen ist. Sondern es wird einfach eine ganz normale Softwarelösung geben. Ob das das Richtige ist, weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Das ist eine Entscheidung, die müssen andere treffen. Ja, da muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Aber war ein geiler Trade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde demnächst genauso weiter versuchen zu machen. Plus momentan, es ist wirklich so, wenn ich aus dem Urlaub komme, dann denke ich, die Welt hat sich in der Zeit fünfmal so schnell gedreht wie sonst. Das ist ja brutal wieder. Ich habe so viel Stress. Ich will euch jetzt nicht die Ohren voll heulen, ja? Oh, der Arme, wie schafft er das jetzt? Schaffe ich natürlich, ja. Irgendwie kriege ich das schon hin. Aber ich werde euch versuchen, da wieder auf dem Laufenden zu halten. Das wird jetzt ein Call. Das könnte schon am Montag vorbei sein. Weil ich denke, 100 da Bäum und dass er wieder hoch geht. Wie hoch weiß ich nicht, mir reicht 1%. Ja. Wo machst du so auf die schnelle 10%? Aber es kann natürlich auch 100 durchbrechen. Das war ein Fehlausbruch. Ja, war kein Bounce, nicht auf die, einfach die Unterstützung durchbrochen. Ja, das kann immer passieren. Deswegen, der Markt ist unberechenbar, sonst wäre es ja zu leicht. Ja. Aber wir haben ja einen guten Schnitt gemacht.
Und ich habe es jetzt einfach riskiert, mal sehen, was passiert. Ich habe euch da jetzt schon mal im Vorfeld informiert. Schaut euch das Video an. Derjenige, der es jetzt anklickt, hat sich auch vielleicht die 5 Minuten und 10 Sekunden jetzt schon gegeben. Mal sehen, wie es weiterläuft. Der Lambo ist ja mega geil, oder? Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe ein Video schon hochgeladen. Boah, alter Schwede. Brutal, einfach nur brutal. Das ist so ein limitiertes Teil. Also der SV ist sowieso limitiert. Seiner ist alles aus Carbon, aber wirklich alles. Der hat mir jetzt den Namen gesagt, wie sich das Teil nennt. Ja, der ist einmalig. Also gibt es von diesen 600 nur so und nicht nochmal. Also wirklich hat alles in Carbon, außer die Shift Pedals, was er mir gezeigt hat, wo ich eigentlich eine Frechheit finde, dass es nicht auch aus Carbon ist. Ansonsten fast alles Mögliche. Wahnsinn, das Ding ist mega. Ich will euch nicht länger mit sowas langweilen. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock auf sowas, ja, aber sowas so zwischendurch, ich meine, das Auto ist ein Monster, ja, ist ein Monster, sowas sieht man nicht alle Tage und ein Kumpel von mir fährt den, ja, bin jetzt ein bisschen mit ihm rumgefahren, mega geil, mega geil. Der Typ ist auch ein geiler Typ, man, der ist so breit wie hoch, das ist ein Monsterviech, ja, hat Oberarme wie manche Oberschenkel, aber ein netter Kerl, ohne Scheiß, also der sieht zwar nur so gefährlich aus, ist aber ein super geiler Typ, Mensch, okay, echt total nett, immer zuvorkommen und alles, also geiler Typ, wohlerzogen auch, habe ich noch nie fluchen gehört oder irgendwie, super Typ. Aber ja, bleiben wir bei den Aktien, mal sehen, wie es weitergeht. Ich versuche euch jetzt im Laufe der Woche mal ein Video reinzuschieben, was ich so alles jetzt momentan trade. Und mal sehen, wo die Reise hingeht. Leute, bleibt gesund, ich wünsche euch was, gute Zeit, Peace.